Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage und produzieren Sie ab sofort Ihren eigenen Strom. OE24 Solar hat jetzt ein Top-Angebot für Sie. Um nur 49 Euro pro Monat erhalten Sie eine 5 kW Solaranlage inklusive Wechselrichter. Ihre Solaranlage liefern wir Ihnen gratis nach Hause. Auf Wunsch montieren und installieren wir Ihnen die Anlage auch auf Ihr Dach. Alle Angebote und Informationen finden Sie im Internet unter www.oe24solar.at oder telefonisch unter 0226 734 0791. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Der geplante und zum Glück verhinderte Terroranschlag auf die Wien-Konzerte von Pop-Ikone Taylor Swift sorgt weltweit für Schlagzeilen. Für den Veranstalter in Wien, vielleicht aber auch für die Stadt Wien, ist es eigentlich ein Super-GAU. In Österreich wird jetzt darüber diskutiert, ob eine umfassende Überwachung und Auswertung von Handy- und Internetdaten von möglichen Gefährdern wirklich rechtlich umgesetzt werden soll. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Das andere, die Ausschreitungen in Großbritannien nach einem Dreifachmord durch einen 17-Jährigen an drei kleinen Mädchen kam es ja zu wirklichen Straßenschlachten zwischen rechten Mob und der muslimischen Gemeinde. Und in Österreich haben sich inzwischen die Klimakleber aufgelöst. Das sind die Themen von heute. Ich begrüße jetzt Autorin und Publizistin Veronika Born-Mehner und FPÖ-Insiderin, Autorin, Publizistin, kritische Stimme, ehemalige EU-Politikerin Ursula Stenzel. Ich freue mich, da ja, zu sein. Ja. Stenzel, Sie waren ja auch Bezirksvorsteherin, ja, im ersten Bezirk in Wien. Die Stadt ist voll mit Swifties jetzt. Trauern 190.000 Zuseher, die Konzerte besuchen wollten, abgesagt. Wie sehen Sie diese Absage und vor allem, das ist dann das weitere Thema, wie hoch ist eigentlich die Gefährderlage in Wien? Also mir ist lieber, es rennen einige Hunderte oder wie viel Teenies, Swift-Anhänger und Ikonenverehrerinnen herum, als man trauert über Blutopfer. Und das hätte also auch hunderte Leben gekostet, wenn das der Plan aufgegangen wäre, sozusagen vor dem Stadion im Prater, entweder eine Autobombe zu zünden in Kombination mit Messer und so weiter. Also nicht auszudenken. Also ich glaube mir, das geringere Übel ist das abgesagte Konzert und die Enttäuschung darüber. Aber das größere Übel ist natürlich, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass so etwas in Wien möglich ist, dass es nicht eine technische, ein Instrumentarium gibt, das unseren Sicherheitsbehörden zur Verfügung steht, um im Netz schon solche Dinge abzufangen, wenn die ersten Symptome sich zeigen. Und das ist natürlich auch ein politisches Versagen, ja. Ja, der Hinweis darauf, dass etwas passieren könnte in Österreich und vor allem, wer die Täter sind, der kam ja aus den USA. Konkret dürfte es die NSA gewesen sein, die Namen genannt hat, Adressen genannt hat und dann sind die österreichischen Behörden aktiv worden, zum Glück erfolgreich aktiv. Geplant sei gewesen, das hat der Geheimdienstchef in groben gezeichnet, mit Hieb- und Stichwaffen in Kombination mit Sprengstoff vor dem Happelstadion zu agieren. Einer, ein 19-Jähriger, heißt es, habe sogar gestanden, dass er sich dort in die Luft sprengen habe wollen. Was wissen Sie über das, was da passiert ist und wie sehen Sie das vor allem? Nein, ich glaube, wir wissen alle gleich viel und das ist leider nicht besonders viel. Das, was ich weiß und was wir alle wissen, ist jedenfalls erschreckend. Und ich glaube, wir können alle sehr, sehr froh und dankbar sein, dass
das nicht tatsächlich passiert ist und dass das verhindert werden konnte. Da gibt es, glaube ich, auch keinerlei Diskussion. Was ich erschreckend finde, ist, wie wahnsinnig jung diese jungen Männer sind. Also da gibt es ja nicht nur diesen 19-Jährigen, der quasi der Haupttäter war und bereits gestanden hat, sondern er hatte ja auch noch einen 17-Jährigen, mit dem er zusammengearbeitet hat, von dem er die diversen Starter für den Bombenbau und so weiter besorgt hat. Und dann war auch noch ein 15-Jähriger involviert. Und das ist natürlich schon extrem erschreckend, dass so junge Männer, die noch gar nicht erwachsen sind, schon so verhetzt und infiltriert worden sind, im wahrsten Sinne des Wortes, und durch Social-Media-Propaganda und IS-Propaganda schon so dermaßen in einen Wahn getrieben worden sind, dass die zu sowas fähig sind. Und das ist jedenfalls was, was ein Alarmsignal für uns sein muss. Und ich bin natürlich auch der Meinung, dass man da was tun muss. Tatsache ist, das passiert ja nicht zum ersten Mal. Gerade junge Männer sind sehr, sehr anfällig für das. Und im Internet tummelt sich halt leider so einiges an Hetze und Propaganda, was wirklich nicht gesund ist für junge Menschen. Und glaube ich, gerade in so einem Alter, wo man so in der Persönlichkeitsbildung ist und wo man politisch noch nicht gefestigt ist, wo man noch kein eindeutiges Weltbild hat, ist das natürlich brandgefährlich, wenn man da laufend mit sowas konfrontiert ist. Ja, aber da ist natürlich auch die Frage der polizeilichen Überwachung und vor allem auch der Möglichkeiten. Nur kurz zur Erklärung, es ist ein 19-Jähriger aus Ternitz in Niederösterreich. Das ist der Haupttäter, er kommt aus Nordmazedonien und er sei vor wenigen Monaten wirklich so radikalisiert worden, dass er Punkt 1 seinen Job hingeworfen hat, dass er von, bevor er aus seinem Job ausgestiegen ist, hat er noch in der Firma Chemikalien mitgenommen, mit denen man eine Bombe bauen hätte können. Und sein Kampfname in Netz war Mo, eben in Anlehnung an Mohammed. Ja, aber ja, also was braucht es eigentlich noch, um aufmerksam zu werden? Was braucht es eigentlich noch, um solche Veränderungen zu registrieren? Auch sein Umfeld, bitte. Ja. Ich habe auch in den Meldungen gelesen, er hätte sich plötzlich am Bart wachsen lassen. Einen langen. Ja. Also er hat sich sichtbar und hörbar verändert. Von mehr oder minder einem Moment zum anderen. Es liegt aber schon einige Wochen zurück. Das heißt, also man hat die ersten Anzeichen irgendwie übersehen, nicht registriert. Nein, man ist auf diesem Auge leider blind bei uns. Und das macht sich jetzt natürlich furchtbar bemerkbar. Und das ist also ein Glück und Gott sei Dank ist es der NSA gelungen, hier einen Hinweis zu geben. Und es ist also peinlich genug, dass so etwas hier passieren kann. Warum? Weil sie sich offenbar hier wohlfühlen. Ja? Also ich höre schon seit Jahren, dass Dschihadisten, ja, die also kampfmäßig hier islamistisch orientiert sind, sehr gerne sich in Österreich, in Wien und so weiter aufhalten, weil sie sich hier relativ sicher fühlen. Sicherer als woanders. Ja? Das heißt nicht, dass es nicht in Paris, es hat mich an Bataclan und so weiter erinnert, München war also auch der israelische Geheimdienst hat am 7. Oktober, wie wir wissen, übersehen bestimmte Anzeichen. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, ich will also hier nicht im Bausch und Bogen jetzt hier ein allgemein Urteil oder Verurteilung sprechen. Aber dass man hier auf diesem Auge relativ blind ist, oft aus falsch verstandener Toleranz auch, ja, sind halt junge Leute, nicht? Und die brauchen Orientierung. Aber sie sind gewaltbereit, sie verehren das und sie sind islamistisch orientiert. So, und das merkt keiner. Und wenn er es merkt, sagt es keiner. Das ist doch peinlich. Das ist doch ein Versagen, auch ein gesellschaftspolitisches Versagen in meiner Ansicht nach. Trotzdem haben wir den Eindruck gehabt in den vergangenen Monaten, wenn nicht gar Jahren, dass der IS, der Islamische Staat, also diese fundamental mordende Gruppe besiegt sei, das Gedankengut ebenso größtenteils verschwunden ist. Offensichtlich nicht. Ja. Es war auch heute im Mittagsjournal eine Wissenschaftlerin zu Gast, die gesagt hat, der IS ist definitiv zurück. Also da haben wir uns wohl alle ein bisschen zu früh gefreut, sofern wir das haben.
Ich glaube, dass generell Radikalisierungstendenzen im Netz massiv zunehmen und eben, dass gerade junge Männer dafür massiv anfällig sind. Und das ist jetzt nichts, was jetzt speziell in Österreich stattfindet, sondern das passiert leider auf der ganzen Welt. Also wir sehen das in den USA, wir sehen das in anderen europäischen Ländern. Das ist wirklich was, damit müssen wir uns beschäftigen. Und ich glaube, dass wir generell in den letzten Jahren auch lernen haben müssen, dass es problematisch ist, wenn man sich zu wenig um seine Jugend kümmert, als Gesellschaft und als Regierung und auch als Land. Damit meine ich jetzt nicht nur, weil massive chronische psychische Erkrankungen so stark zugenommen haben, sondern auch Suizide unter jungen Erwachsenen, Depressionen unter jungen Erwachsenen. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Schulen geschlossen waren, dass es während der Covid-Krise so war, dass viele in die soziale Isolation gerutscht sind. Und ich glaube, man kann sich nicht genug um junge Aufwachsende kümmern und nicht genug um junge Menschen kümmern, damit sowas in Zukunft hoffentlich wirklich bemerkt wird und sowas nicht wieder vorkommt. Jetzt sofort pauschal zu urteilen und zu sagen, das sind die Schuldigen oder das ist passiert oder diese oder jene Maßnahme braucht das. Bitte, das Ganze ist noch keine 24 Stunden her. Dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Also ich glaube, es ist in Anbetracht der durchaus aufgeheizten Situation vor allem einmal wichtig zu schauen, dass wir jetzt alle sachlich und bei der Ruhe bleiben und dass man da jetzt kein politisches Kleingeld damit macht, sondern dass man vor allem einmal schaut, was sind die Dinge, die es grundsätzlich braucht. Und dann in weiterer Folge, ich meine, der Herr Csabi Pirchner hat gemeint, das dauert wahrscheinlich Wochen, bis das Ganze untersucht ist, die ganzen Datenträger mal ausgewertet sind, wird es auf jeden Fall noch Maßnahmen brauchen, wie man zukünftig damit umgeht. Ja, aber gehen wir einmal davon aus, dass es gut ist, dass es verhindert wurde. Aber, ja, natürlich, klar. Da klingt jetzt ein wenig Verständnis für die Radikalisierung. Nein, überhaupt nicht. Oder habe ich das komplett falsch verstanden? Nein, ich glaube, das haben Sie, glaube ich, so interpretiert. Ja. Verständnis ist was anderes, wie zu sagen, das ist irgendwie was, das ist nachvollziehbar oder das ist in Ordnung. Also jegliche Form von Radikalisierung ist grundsätzlich immer abzulehnen und gerade dieses sehr, sehr menschenfeindliche, wirklich radikal religiöse, extrem frauenfeindliche, furchtbare Verhalten und die gesamte Ideologie dahinter ist zu 100% abzulehnen. Und ich glaube, es ist auch nichts, was man jetzt irgendwie schönreden sollte oder so. Aber was ich schon sage ist, es gibt natürlich gewisse Strukturen, die das massiv begünstigen. Und da gehören so Dinge dazu wie hohe Jugendarbeitslosigkeit, soziale Isolation zum Beispiel wegen Corona. Da gehören natürlich auch so Dinge dazu wie, ist man gut integriert, hat man einen ordentlichen Freundeskreis. Also gerade bei jungen Menschen sagt man normalerweise, die Peer Group ist wichtiger als alles andere. Sprich, verkehrt man mit Gleichaltrigen, die vernünftige Dinge im Kopf haben, die in die Schule gehen, die arbeiten gehen, die Ausbildung machen und also, die einen auf dem Boden der Tatsachen halten? Oder ist man einsam, ist man alleine und findet sich im Internet mit einem Haufen radikalen Spinnern wieder? Also hier sind offenbar keine verirrten Einzeltäter am Werk gewesen, die zufällig also gestört sind. Nein, ganz genau. Sondern die waren gut vernetzt eigentlich. Es waren drei und nicht einer. Wir reden uns ununterbrochen, wir verharmlosen das. Na, es wussten sogar mehr Bescheid. Wir verharmlosen den Islamismus als solchen. Man möge sich doch bitte endlich mit der Theorie auch befassen. Ja? Wie steht der Islamismus zu anderen Religionen, zu anderen Kulturen, zu anderen Zivilisationen? Sieht er in ihnen einen Feind, den es zu vernichten gilt, ja oder nein? Er sieht in ihnen einen Feind, den es zu vernichten gilt. Das ist eindeutig. Also wir haben doch auch das theoretische Rüstzeug allmählich an der Hand, um die Grundlagen dieser Gewaltbereitschaft zu erfassen und bekämpfen zu können. Man muss sich auch in der Theorie leider mit diesen Dingen auseinandersetzen und darf das nicht ununterbrochen bagatellisieren und verharmlosen. Ich erinnere nur an den Professor Ley, der sich aus lauter Verzweiflung das Leben genommen hat, der darüber geschrieben hat, der wurde verpönt und gebrandmarkt als Rechtsextremist, bitte. Also schon allein das, ich kann nur immer wieder auf dieses Beispiel zurückgreifen und das erwähnen. Der hat Bücher geschrieben darüber, der hat sich damit auseinandergesetzt, der hat sich mit dem Antisemitismus aus dieser Ecke auseinandergesetzt und er hat sich mit dem Islamismus auseinandergesetzt. Und man kann alles nachlesen und man kann alles wissen. Und die verirrten Einzeltäter, um das zu bagatellisieren und zu verharmlosen, das spielt es eben nicht.
Also ich weiß nicht, mit wem die Frau Stenzel redet, mit mir offensichtlich nicht. Ich verharmlose da gar nichts. Ich habe auch gesagt, das ist auch nichts, was man verharmlosen kann. Das waren keine Einzeltäter, es wussten sogar mehr als drei Bescheid. Es laufen noch Untersuchungen gegen weitere Personen. Natürlich geht es um eine ganze Gruppe von Menschen und natürlich, und das ist das, worauf ich vor allem hinaus wollte, ist das etwas und das ist das Gefährliche daran, was über das Netz global hinweg wirklich gut organisiert ist und über soziale Netzwerke wie Telegram und so weiter über den gesamten Globus läuft. Und natürlich haben wir das Problem, dass wenn wir als Gesellschaft einen Menschen nicht stark integriert haben, wenn ein Mensch bei uns nicht stark verhaftet ist, dass er extrem anfällig ist für solche Dinge im Internet. Und ich weiß nicht, was daran verharmlosen soll. Also ich möchte auch noch, wenn ich kurz ausführen darf, Islamismus ist nicht der Islam. Das muss man auseinanderhalten. Ich kenne niemanden, der in Österreich jemals sagen würde, also Islamismus ist ja eine, ist ja was, was in Ordnung ist und das ist ja was, was zu tolerieren ist. Islamismus ist eine radikale Ideologie, die sagt, unsere Religion ist das einzig wahre und alle anderen sind minderwertig und jeder, der sich uns nicht unterwirft, soll sterben. Und Frauen sind Menschen zweiter Klasse und so weiter. Das verträgt sich nicht mit den Menschenrechten, das verträgt sich nicht mit unserer Verfassung. Das verträgt sich mit gar nichts auf dieser Welt. Und ich kenne wirklich niemanden, der das nicht ablehnt. Deswegen verstehe ich jetzt auch nicht ganz, warum Sie da so emotional reagieren und sagen, irgendjemand würde irgendwas verharmlosen. Ich bin überhaupt nicht, um Gottes Willen, da emotional. Ich sehe, dass also viele Geheimdienste da auch schon versagt haben, inklusive der amerikanische bei 9-11, wie wir wissen, hat das auch nicht wirklich geschnalzt, was sich da abspielt. Aber im Vorfeld, ja, auch Israel am 7. Oktober hat der Geheimdienst, ein berühmter, nicht gesehen, von wo die Gefahr eigentlich läuft. Nein, ich bin schon sehr, eines muss man schon auch sagen, und ich sage es hier in vollem Bewusstsein, Islamismus ist natürlich ein Begriff, der hilft, manches zu umschreiben, was schon auch im Koran und in der Haditha und so weiter grundgelegt ist. Also so einfach ist die Chose nicht, ja. Trotzdem muss jetzt eines dazu gesagt werden zur Aufklärung von einigen Fakten. Und zwar ein 19-Jähriger war der mögliche mutmaßliche Haupttäter aus Ternitz in Niederösterreich. Ja. Er war auch beruflich nicht isoliert, das muss dazu gesagt werden, und auch familiär nicht. Er war im Job, hat im Job gekündigt und hat im Job nach der Kündigung gesagt, demnächst wird etwas Großes passieren. Das ist der eine. Der zweite Täter ist ein 17-Jähriger aus Wien. Auch der hatte einen Job. Er arbeitete für jene Facility-Firma, die auf dem Gelände des Stadions tätig gewesen ist. Und dann ein 15-Jähriger, über dessen Rolle noch relativ wenig bekannt ist. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, wer sind die Täter, wie konnten die überhaupt so radikalisiert werden, was haben sie vorgehabt. Und der Hinweis, dass diese Täter überhaupt ausgeforscht werden konnten, kam aus Amerika, angeblich von der NSA. Die NSA hört weltweit ab, beobachtet den Internetverkehr und diverseste Telegram-Kanäle und Ähnliches. Und die haben dann die Österreicher informiert. Und das ist jetzt die Diskussion. Haben wir in Österreich erstens die Technik nicht? Und wenn wir die Technik nicht haben, warum haben wir sie nicht? Kennen Sie da die Hintergründe, Frau Dornemann? Wir haben, gerade wenn es um den ganzen technischen Bereich geht, auch innerhalb vom Verfassungsschutz tatsächlich ein Problem, weil es zwar technisches Know-how gibt, aber viel zu wenig Personal. Und das Personal, das es gibt, das über dieses technische Know-how verfügt, also diese ganzen Software-Skills mitbringt, halt normalerweise auch zu anderen Konditionen arbeiten kann. Also man muss da schon dazu sagen, die Löhne in dem Bereich sind jetzt nicht die besten. Und Menschen, die so gute Softwarekenntnisse haben und so gut hacken können und all das beherrschen, die finden durchaus auch Jobs in der Privatwirtschaft, die sind um einiges besser bezahlt. Also die haben tatsächlich ein Personalproblem. Ich weiß
weiß das, ich hatte mit denen schon viel zu tun, weil wir ja selbst insgesamt ein halbes Jahr Personenschutz hatten und da auch mit den Kollegen und Kolleginnen von Chabi Pirchner viel zu tun hatten. Und auch bei uns war es ja so, dass wir über Monate hinweg laufend Drohungen über Tor-Provider, also über das sogenannte Darknet, bekommen haben und über Social-Media-Kanäle. Und Sie das und alles, Ihr Mann, genau, Sebastian Bäumel. Genau, und das alles auszulesen und auszuwerten, ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig. Und es gibt ein paar wenige, die können das, aber es gibt definitiv nicht die personellen Ressourcen in Österreich, nicht mal ansatzweise, dass man auch nur einen Bruchteil von dem weiß, was da tatsächlich los ist, weil das einfach wirklich sehr viel Manpower brauchen würde. Also das ist sehr zeitintensiv, sehr arbeitsintensiv. Da bräuchte es wirklich Menschen, die beruflich nichts anderes machen, als zu überwachen, was tun diese Menschen eben. Und wir haben das in Österreich nicht. Und deswegen gibt es da wirklich einen gewaltigen Aufholbedarf. Also generell Cyberkriminalität ist ein Riesenthema in Österreich und ich glaube, da muss die Polizei ordentlich nachwirtschaften. Aber es ist nicht nur eine Frage der Technik, es ist auch eine Frage des politischen Willens. Ja, es geht vor allem um die Kompetenzen. Also es geht jetzt nicht um die technischen Geräte, sondern es geht um die Menschen, die das können. Ja, aber auch um die Technik, wie sie eingesetzt werden darf. So hat der steirische Landeshauptmann Christopher Drechsler massiv gefordert, dass es einfach nicht akzeptabel ist, in Zeiten einer erhöhten islamistischen Gefahrenlage, einer erhöhten Terrorwarnstufe und einer zunehmenden Radikalisierung, dass es bei unseren Sicherheitsbehörden einen derartigen blinden Fleck gibt. Der blinde Fleck ist eben die umfassende Überwachung von Mobil- und Festnetznummern bzw. den Internetbereich von Gefährdern. Das ist in Österreich nicht möglich. Ist das ein großes politisches Manko, dass man das noch nicht umgesetzt hat? Drechsler macht dazu die Justizministerin verantwortlich. Ja, es ist ein Manko, es ist ein politisches Manko, da kann man ihm nur zustimmen, nur die Erkenntnis kommt hier auch relativ spät, nicht? Eigentlich greift er damit seinen eigenen Innenminister an. Vor allem auch die künstliche Intelligenz ist ja etwas, was also auch mit einem gewissen Tabu belegt ist, nicht? Man will also diesen Überwachungsstaat verhindern, der präventiv schon sozusagen den Heuhaufen durchsucht, um die Stecknadel zu finden. Und das ist natürlich eine Sache des politischen Willens und der politischen Rahmenbedingungen. Und wenn hier diese Rahmenbedingungen von der Justiz her und vom Justizministerium her nicht geschaffen werden, dann kann man noch so sehr bedauern, dass man die Fachleute nicht hat. Man hat die Fachleute nicht, weil die Rahmenbedingungen nicht da sind. Würden sich schon mehr für das interessieren. Ansonsten. Die Rahmenbedingungen heißt in dem Fall vor allem Geld und das heißt vor allem Personal im öffentlichen Dienst. Und das hat halt sehr, sehr viel damit zu tun, dass das ein Bereich ist, wo ziemlich eingespart worden ist in den letzten Jahrzehnten in Wirklichkeit schon. Und dass da halt einfach zu wenig Augenmerk drauf gelegt worden ist. Ich habe jetzt nicht einmal eine besonders starke Meinung zu diesen Diensten, ob wir diese Überwachungsmaßnahmen nun stattfinden dürfen oder nicht. Sie dürfen teilweise nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe keine starke Meinung dazu in dem Sinne, dass ich jetzt sage, wir brauchen das jetzt sofort oder um Gottes Willen, für mich geht das gar nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir sind in der Realität ganz woanders. Also wir reden jetzt darüber, ob unsere Behörden zum Beispiel an Düsenjet fliegen dürfen, aber sie schaffen es ja noch nicht einmal, dass ein Linienflieger fehlerfrei fliegen. Also wir sind ganz, ganz viele Schritte von dem noch entfernt. Und das Problem ist, da gibt es noch viel, viel weiter unten ganz grundlegende Probleme, wo es bei uns schon scheitert. Ich sage, wir haben ja nicht einmal, wenn man da wirklich mit Menschen, die dort arbeiten, spricht, die erklären das auch, die haben wirklich nur einen fragmenthaften Einblick in das, was da überhaupt los ist. Wenn die jetzt die technischen Möglichkeiten hätten oder die rechtliche Möglichkeit hätten, da überall reinzuschauen, dann wären sie ja immer noch massiv unterbesetzt. Dann hätten sie ja immer noch das Problem, dass das nicht wirklich was bringt. Also das ist eine schöne Forderung, das macht sich wahrscheinlich im Wahlkampf gut, das ist auch ein bisschen populistisch und so. Aber wenn man tatsächlich an der Sicherheit etwas verbessern möchte und wenn man tatsächlich will, dass Cyberkriminalität, und da gehört halt Hass und Hetze und Radikalisierung dazu, besser bekämpft werden kann, dann braucht es mehr Personal, dann braucht es mehr Geld und dann braucht es bessere Ausbildungen in diesem Bereich. Und das zu machen, das ist halt leider was, das geht auch nicht von heute auf morgen, indem ich jetzt noch schnell, bevor die Wahl ist, ein Gesetz beschließe, sondern da muss ich mir in Wirklichkeit einmal mindestens 5 Jahre ordentlich
eigentlich Geld in die Hand nehmen und Leute ausbilden und Leute auch aus anderen Ländern vielleicht abwerben. Und auch dann habe ich immer noch das Problem, dass auch in Ländern wie in Großbritannien, wo das alles möglich ist, wo der öffentliche Raum voll ist mit Überwachungskameras, dass die Leute einfach nur ein Käppi aufsetzen müssen oder eine Maske tragen. Und dann sind auch diese ganzen Maßnahmen für die Fisch. Also das sind harte Forderungen, die hören sich gut an, aber das ist ein bisschen eine Bauernfängerei, wenn wir ehrlich sind, weil in Wirklichkeit geht es darum, wenn man will, dass der Staat funktioniert, wenn man will, dass die staatliche Infrastruktur funktioniert, dann braucht es dafür Geld und dann braucht es dafür Personal und dann ist das was, was man über Jahre hinweg fördern muss. Und wir haben jetzt einfach das auszubaden, wo vorher jahrzehntelang viel zu wenig drauf geschaut worden ist. Und das kann ich nicht von heute auf morgen mit einer Gesetzesänderung wegschnipsen. Ja, also wir wollen ja präventiv auch bestimmte Dinge verhindern. Und das muss also im Gesellschaftsinteresse sein, dass wir auch Prävention durchführen können und präventiv vorbeugen können solchen wirklich schrecklichen Terroranschlägen. Das ist ja fast der Zufall, dass das aufgeflogen ist, nicht wahr? Das heißt also, wir müssen nicht nur Geld in die Hand nehmen, wir müssen uns dazu bekennen, dass man präventiv hier Maßnahmen ergreifen muss. Und die Präventionsmaßnahmen können nicht allein sich darin beschränken, dass man sagt, ein Messerverbot oder sowas. Ja? Das heißt, wir müssen in die modernen Kommunikationsmittel hier gehen. Und dieses Wissen gibt es, es ist vorhanden. Ich habe erst gestern ein langes Gespräch mit einigen Fachleuten über künstliche Intelligenz geführt, die auf der einen Seite verteufelt wird, weil sie sagt, das ist die totale Überwachungsstaat und kann missbräuchlich verwendet werden. Aber wenn man so nicht hat, wie wir sie nicht haben, offensichtlich für polizeiliche Präventionsmaßnahmen, ist das ein wahnsinniges Defizit. Und das gehört natürlich kritisiert und angeprangert. Und da muss man die dafür zuständigen Minister, Ministerinnen in dem Fall, also auch in die Verantwortung nehmen. So einfach kann man es sich nicht machen. Ich glaube, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt, was nämlich auch ein Riesenproblem ist, diese Menschen oder generell jüngere Menschen, sage ich jetzt mal, auch Menschen, die jünger sind wie ich, die kommunizieren ja vor allem über soziale Medien und über Plattformen. Und das sind natürlich Plattformanbieter, die kommen nicht aus Europa. Da haben wir als Regierung überhaupt keinen Einfluss drauf, als österreichisches kleines Land. Da gibt es Rechtsstreitereien, die teilweise innerhalb der Europäischen Union schon länger am Laufen sind. Da wäre es wirklich extrem wichtig. Das, was früher mal das Telefon war, sind heute tatsächlich Messenger-Dienste wie Telegram, WhatsApp und so weiter. Und das Problem ist, wir haben überhaupt keine Kontrolle und keinerlei Einfluss. Und ich glaube, was wirklich auch etwas wäre, wo es tatsächlich im Bereich der Technik auch einen Riesenbedarf geben würde, ist, dass man den Regierungen wieder mehr Einblicke gibt in die diversen Plattformen und dass diese Machtverschiebung, die da stattgefunden hat, von einer Rundfunk- und Telekommunikationsregulierungsbehörde oder von einer Regierung oder von einer Bevölkerung, von mündigen Bürgerinnen, von einer Demokratie, die gemeinsam darüber bestimmt, wie das Postgeheimnis zu laufen hat, wie Telefonie funktionieren soll, wie Fernsehen reguliert wird, die steigen bei all diesen Dingen jetzt komplett aus und in Wirklichkeit haben wir das total aus den Händen verloren und da müssten sich europaweit die Regierungen wieder mehr auf die Hinterfüße stellen und diese Plattformen ordentlich regulieren und in den Griff bekommen. Weil eigentlich wäre es ja auch deren Verantwortung, dass dort nicht tausende Dash-Videos geteilt werden können. Ich möchte nur eines, ich bin ein bisschen jetzt Advocatus Diaboli. Ich will nicht, dass wir den Kampf gegen islamistischen Terror oder Terror auch von rechts, von wo immer er kommt, dass wir hier den Preis zahlen einer freien Gesellschaft, die ihre Freiheit, ihre Libertinage aufgibt. Das kann es ja wohl nicht sein. Aber man muss alle technischen, kommunikationstechnischen Möglichkeiten benutzen dürfen, die so etwas auffliegen lassen im Vorfeld, bevor wir in einem Blutbad vorm Happelstadion enden. Ja? Und das darf nicht dem Zufall überlassen bleiben. Also ich glaube, hier gibt es Nachholbedarf, hier ist Kritik angebracht, hier gehören die politischen Rahmenbedingungen her, aber in einer Balance, die individuelle Freiheit nicht gefährdet und die nicht ausartet in einer Zensur für Menschen, denen man eigentlich eher alles abdrehen will, weil die sind rechts oder die haben Telegram oder die haben ich weiß nicht was alles. Sie benutzen alle diese Reizworte. Es ist leider auch dann einseitig. Nein, man muss das insgesamt sehen und man muss die Technik nützen, wo man sie nützen kann.
braucht sicher Geld, aber es braucht vor allem die politischen Rahmenbedingungen, dass es möglich ist, nicht mehr und nicht weniger. Also ich habe von IS-Enthauptungsvideos gesprochen. Ich glaube, da haben wir einen gemeinsamen Nenner, Frau Kenzler. Also ich glaube, Sie müssen jetzt nicht mit aller Gewalt widersprechen, auch das ist, sondern... Das ist aber das darf klar. man zensieren, da sind wir uns einig, oder? Die Gewaltverherrlichung ist furchtbar. Ja, und das meine ich. Ich meine wirklich, das, was der IS macht, das, was Daesh macht, das sind Dinge, die können und wollen wir uns gar nicht vorstellen. Ich habe zwei Söhne, ich möchte nicht, dass mein Sohn, ich meine, jetzt ist er 7, aber womöglich sieht er in 3, 4 Jahren im Internet irgendwelche Enthauptungsvideos. Ich möchte das nicht. Also, ich glaube, wir sind uns da in Wirklichkeit gar nicht so uneinig. Ja, also. Trotzdem nur zur Erklärung, Daesh, wie gesagt, ist der Deckbegriff für IS, islamischer Staat. Eine Frage, man muss in diesem Zusammenhang mit der Absage vom Konzert doch gestellt werden. 190 Tickets waren es verkauft. Für den Veranstalter Barracuda ist das der Super-GAU. Und viele stellen sich jetzt die Frage, können wir überhaupt noch Großveranstaltungen dieser Art dürfen wir das noch riskieren? Dürfen wir so etwas riskieren? Können solche Großveranstaltungen überhaupt noch umgesetzt werden? Sie waren Politikerin, Frau Stenzel. Sie waren zuständig für den ersten Bezirk in Wien. Ich muss Ihnen jetzt die Euro stellen. Damals. Ich habe mich gefürchtet damals vor dieser Fußballmeisterschaft. Wie natürlich. Hätten Sie gehandelt? Also ich hätte ja mal mir den Polizeichef von Wien kommen lassen, beziehungsweise eng mit ihm kooperiert, inklusive dem Bürgermeister, und gesagt, was können wir tun, um im Vorfeld diese Dinge abzuwürgen und hier nicht zu riskieren, dass es kann ja mitten, es war ja schon der Stephansdom einmal im Visier, wir wissen, das ist ja nichts Neues, wir haben das Attentat gehabt bei der Synagoge, in Wien. Also wir haben ja immer wieder solche Anschläge, die diesen Hintergrund hatten, gehabt. Das ist ja nichts Neues. Und ich werfe da schon der Politik vor, dass sie hier auf diesem Auge einfach blind ist. Gut, wir hatten auch die Hinweise zu den Wien-Attentätern vom 4. November von vor 4 Jahren war das. Also übrigens auch in Nordmazedonien. Erstaunlich, ach, das dass ja genau diese Gruppe so radikalisiert ist. Ich muss jetzt noch einmal kurz in eine Werbepause geben und danach werden wir darüber sprechen, was ist eigentlich in England los. Nach einem Attentat dort, wo 3 Mädchen, übrigens bei einem Taylor Swift-Tanzkurs, ermordet wurden, gibt es Ausschreitungen, rechte Gruppen gehen auf Moslems los und es sind bürgerkriegsartige Zustände. Und Elon Musk, der Chef von Twitter oder X, wie wir es jetzt nennen, heizt die ganze Sache noch an, indem er auf Twitter geschrieben hat, es ist Bürgerkrieg. Jetzt die Werbung. Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. Österreichs Polizei und Geheimdienst braucht mehr Mittel, unter anderem sollen alle Handys und anderen Kommunikationsmittel von sogenannten Gefährdern überwacht werden dürfen. Darüber haben wir im zweiten Teil der Sendung gesprochen. Es ist in Wien zum Glück nichts passiert. Wir haben zwar 190.000 frustrierte Taylor Swift-Anhänger, die alle schon Tickets gekauft haben, wo nicht klar ist, was jetzt mit den Ticketpreisen passieren wird. Ich glaube, man bekommt das Geld zurück. Ja, wird rückerstattet. Aber es hätte auch etwas passieren können, und zwar ein Blutbad vorm Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater. Das haben die möglichen Attentäter, nämlich vorgehabt. Ein Blutbad mit Macheten, Sprengstoff und mit einem Auto vor dem Stadion. Das ist verhindert worden durch massive und vor allem gute polizeiliche Aufklärungsarbeit. In Großbritannien gab es vor einiger Zeit bei einem Taylor Swift-Tanzkurs in der Stadt Southport einen Angreifer,
Der hat drei Mädchen mit einem Messer ermordet. Ein bestialischer Mord. Und via sozialen Medien wurde eben darauf hingedrungen, das sei ein illegaler Zuwanderer gewesen, das sei ein Mann aus Ruanda, der illegal in England war. Und seither kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. Richtige Straßenkämpfe, Rechte gegen die muslimische Gemeinde. Sie verfolgen das, Frau Stenzel? Ja, ich verfolge das natürlich. Ich bin auch entsetzt, dass es dermaßen eskaliert. Aber es lässt sich natürlich herleiten. Ja? Aber ich habe für solche Gewalteskalation und Bürgerkriegszustände, denn das ist quasi ein Bürgerkrieg, der hier stattfindet, braucht man gar nicht mehr lang drüber diskutieren. Das ist bürgerkriegsähnlich, bitte. Da gehen zwei Gruppen in einem an sich in einer funktionierenden Demokratie. Es ist eine Morgengabe an den neuen Premierminister, das auch noch, ich beneide den nicht, diese Aufgabe. Aber die Engländer haben und Großbritannien hat ein massives natürlich Zuwanderungsproblem, ein massives Integrationsproblem hat es. Und das ist der letzte Tropfen, der sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. Und das ist entsetzlich, ja, weil natürlich, wie kommen auch Menschen, die aus, ich weiß nicht, Bangladesch oder sonst woher zugewandert sind, vielleicht schon in der dritten, vierten Generation, in Großbritannien leben, in England leben. Wie kommen die dazu, sich so fürchten zu müssen? Das finde ich auch entsetzlich. Ja? Also es kann nicht rechte Gewalt eine Antwort sein auf islamistische Gewalt. Das will ich dazu nur gesagt haben. Und ich meine, man muss hier mit allen polizeilichen und rechtsstaatlichen Mitteln vorgehen. Ja, das ist ganz einfach. Ich würde da gern zwei Dinge richtigstellen. Zum einen, es wurde fälschlicherweise via Social Media verbreitet, es würde sich um einen muslimischen Täter handeln. Der Täter ist aber kein Muslim. Das ist einmal das. Ruanda. Genau. Ein christliches Land, zu 80%. Aber das ist nur einer der Fakten. Der zweite wesentliche Punkt ist, Bürgerkrieg würde bedeuten, gehen zwei Gruppen aufeinander los. Genau das passiert dort nicht. Das, was dort passiert, ist eine Gruppe, ein rechter Mob von verhetzten Jungen, vor allem jungen Männern, aber es sind auch ältere Männer dabei, ein Haufen rechtsextreme Splittergruppen, ein paar Fußball-Hooligans, ein paar Identitäre, ein paar andere junge Nationalisten und Rechtsextreme. Es gibt in Großbritannien ganz, ganz viele kleine Grüppchen, haben sich auf einen Haufen gehauen und haben zusammen gesagt, das war ein Moslem, der hat Mädchen attackiert und jetzt laufen wir durch die Straßen und jetzt, Zitat, töten wir alle Moslems. Und das ist das, was dort seit Tagen passiert. Die schreien Kill all Pakis und so weiter. Die gehen auf Menschen los, die eine dünklere Hautfarbe haben, vollkommen egal, wo die herkommen. Und alles, was irgendwie andersartig, fremdartig sein könnte, wird angegriffen. Aber auch Bäckereien, Buchläden, ganz normale Lokale und so weiter. Das hat nichts mit Bürgerkrieg zu tun, das nennt man Pogrom. Das sind in Wirklichkeit Pogrome, die da stattfinden. Das ist also wirklich eine Gruppe von jungen, verhetzten Männern, das sind die Redelsführer dort, die führen das Ganze an. Die English Defence League, wie sie sich nennen, die gibt es seit 2010. Die ist unter anderem durch Nigel Farage inspiriert und in dieser ganzen Brexit-Bewegung auch größer geworden. Die kommt eben aus dem sehr, sehr rechten Hooligan-Bereich, hat eine lange Geschichte. Gerade der Anführer, der die English Defence League gegründet hat, war auch früher in Neonazi-Strukturen. Also da weiß man ganz klar, wer sind diese Leute. Das sind altbekannte Leute, das sind Leute, die machen das seit 20 Jahren. Und die haben jetzt ihre Chance gewittert zu sagen, da hat vermeintlich ein Moslem was gemacht und jetzt zeigen wir es denen. Und jetzt nutzen die das aus, um die Stimmung zu nutzen und da furchtbare Dinge zu tun. Und ich finde das ganz, ganz problematisch, wenn man das sagt, das wären zwei Gruppen, die aufeinander losgehen. Weil das sind keine Moslems, die auf irgendwelche anderen losgehen. Das sind wirklich ausschließlich, ich muss es sagen, ein rechtsextremer, gewalttätiger Mob, der auf unschuldige Leute losgeht. Vollkommen ohne Grund und vollkommen ohne Anlass, einfach nur aus Lust an der Gewalt. Das merkt man auch daran, dass sie, wenn sie im Fußballstadion sind und sich gegenseitig hauen, dann ja auch nichts anderes also machen, Hooligan, als der Gewalt zu folgen. Das Hooligan-Syndrom, ja, das ist mir schon klar auch. Ja. Trotzdem ist das ein Zeichen eines Auseinanderdriftens einer Gesellschaft. Ich kann es nicht nur auf kleine
kleine Grüppchen, die sich halt durch Internet und so weiter hier verbinden. Das erleichtert das natürlich alles. Internet und diese Kommunikationsmöglichkeiten erleichtern, dass sich zusammenrotten. Es heißt ja nicht umsonst Flashmob, ja, habe ich auch schon gehabt in der Innenstadt, wie ich Bezirksvorsteherin war, hat man also das Flashmob genannt, ja, Mob. Natürlich. Ja. Und das war modern. Ja. Und das, hat, das machen die natürlich auch. Nein, wir, alle diese Probleme sind natürlich vorhanden. Es gibt nicht die Möglichkeit, hier den Kopf in den Sand zu stecken. Es gibt Sprengstoff innerhalb der Gesellschaft. Ja. Dass es sich natürlich an den Rändern zeigt, ist auch klar. Ja. Aber das heißt nicht, dass es nicht subkutan sehr wohl vorhanden ist. Ich erinnere mich immer an ein Wort von Sir Charles Popper, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Standardwerk, wo er geschrieben hat, sage und schreibe, ist mir in Erinnerung geblieben, natürlich, die Demokratie ist ein sublimierter Bürgerkrieg. Ich denke sehr oft an diesen Ausspruch jetzt. Das Problem, ja, das ich sehe, ein Flashmob kann auch bedeuten, eine Gruppe Menschen tanzt gemeinsam auf der Straße. Mhm. Das können die gerne machen, warum nicht? Ja. Das, was diese Menschen machen, ist, sie zünden Flüchtlingsunterkünfte an. Sie verprügeln Menschen, ja, sie gehen auf hilflose Frauen los. Es gibt Krankenschwestern, die sich verstecken und sich nicht mehr ins Krankenhaus zu gehen trauen. Da können Patientinnen nicht mehr versorgt werden, weil die Angst davor haben, dass sie auf dem Weg in die Arbeit verprügelt werden. Das hat schon eine andere Qualität. Aber ich sehe eine Gemeinsamkeit, sowohl bei diesen IS-Wahnsinnigen, wie auch bei diesen Rechtsextremen. Wahnsinnigen. In beiden Fällen sind es junge, verhetzte Männer, die durchs Internet radikalisiert werden, die ein falsches Bild von Männlichkeit hochhalten, die glauben, sie wären jetzt irgendwie besonders männlich oder stark oder cool oder ehrenhaft, wenn sie sich abwertend über andere äußern, wenn sie auf Frauen herunterschauen und wenn sie auf Minderheiten losgehen. Und das ist, glaube ich, eine gemeinsame Tendenz, die man rechts wie dort erkennt. Und das ist auch was, wo man ansetzen kann, indem man sagt, man muss gegen diese Radikalisierung. Ich kenne keine Frauen, die andere. Ich will es nicht so unter der feministischen Brille sehen. Das heißt, in der rechten Szenerie gibt es durchaus auch rechte Frauen. Ja, aber wann war das? Und vor allem, jetzt muss ich zu Großbritannien eben dazu sagen, der Führer, die Stimme hinter diesen wirklich gewalttätigen Ausschreitungen von rechten Gruppen ist ein gewisser Tommy Robinson. Das ist ein Alias-Name, war ein ehemaliger Hooligan, dieser Mann, und der ist 41 und der stachelt eben die Gruppen, die rechten Gruppen in Großbritannien an. Sagen wir so, er ist der Herr Selner von Großbritannien. Der Herr Selner ist der Chef der Identitären in Österreich. Also, da gibt es schon noch. Und auch der war in seiner Jugend Tom ein Neonazi. Ist wesentlich gefährlicher. Ja, er ist vor allem radikaler. Ja. Und es war ja gezielt bei den Ausschreitungen so, dass man Anwaltsfirmen, die Flüchtlinge bzw. Asylwerber vertreten haben, angegriffen haben. Man hat Beratungsstellen angegriffen. Es war wirklich, wie Sie eben gesagt haben, ein Mob, der durch die Stadt gezogen ist und Gewalt verbreitet hat. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt jetzt seit einigen Tagen große Demonstrationen gegen Rassismus und Hass in Großbritannien. Also das es gibt muss Menschen, die sich vor die Flüchtlingsunterkünfte stellen und dort wirklich versuchen, die prügelnden Massen irgendwie von den Flüchtlingen fernzuhalten. Und es gibt auch einen Mann, der als der reichste Mann der Welt gilt. Das ist Elon Musk, der Besitzer von Twitter. Einer dieser Social-Media-Plattformen, die da ganz ordentlich mitfeuern. Die wahrscheinlich mächtigste politische Plattform, die es auf dieser Welt gibt. Und der gießt unglaubliches Öl ins Feuer. So hat er unter anderem auf Twitter vor 2 Tagen eben selbst geschrieben, ich habe Verständnis für die rechten Gruppen, dass die auf die Moslems losgehen. Und er hat auch von einem Bürgerkrieg gesprochen. Und er hat eben einen Bürgerkrieg quasi skizziert. Ja,
Ja, was ist das? Ja, ich meine, wenn ich der Elon Musk bin, muss ich der wissen, was ich auch, sage. Der übrigens ja. auch ja. Donald Trump unterstützt in Amerika. Gut, jetzt tun wir gleich den Trump auch anschütten. Nein, ich würde sagen, ich halte das für nicht sehr klug, dass er das gesagt hat, weil er natürlich ein Medienmogul ist, ja, und er muss wissen, was er mit so einer Sache auf Ex auslöst. Also, ja, man muss hier, also ich hätte es an seiner Stelle so nicht gemacht und nicht gesagt. Es ist aus einer Emotion heraus, ja, offenbar geschehen. Und vielleicht will er auch die Verbreitung seiner Plattform damit ankurbeln, ja, Ex und so weiter. Das ist möglich. Also, dass da auch andere Interessen dahinter stecken. Ich halte das für nicht klug, in so einer Position über Ex so etwas so zu sagen. Und das Problem ja, ist, auch wenn man Verständnis haben kann. Verständnis heißt ja nur, dass man es begreift, dass man es ableiten, dass man es analysieren kann, aber nicht, dass ich Verständnis habe, um es zu unterstützen. Also vielleicht war er sich nicht so bewusst in dieser Kurzform, dass hier ein Unterschied besteht zwischen dem Verstehen von Verhaltensweisen, dem Analysieren von Verhaltensweisen und dem Unterstützen von Verhaltensweisen. Also vielleicht macht er noch eine andere Bemerkung auf Ex, wo er das ein bisschen in eine Relation stellt. Also er hat schon andere Bemerkungen gemacht, nicht nur jetzt zu diesen Vorfällen, sondern auch schon in der Vergangenheit. Und er hat zum Beispiel auch damals, wie der Sturm aufs Kapitol stattgefunden hat, die Männer, die damals das Kapitol gestürmt haben, angefeuert. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Musk so etwas gut heißt. Er ist ein Rechter. Ja, natürlich ist er das. Ja, und er sagt halt, es werden weitere Bürgerkriege folgen. Und das Einzige, was man quasi tun kann, um das alles zu stoppen, ist halt quasi die ganzen Migrantinnen rauszuhauen. Und das ist halt gerade in England total verrückt, weil wir alle wissen, das Commonwealth besteht nicht nur aus weißen Engländern. Wir alle wissen, dass England aufgrund seiner kolonialen Geschichte in so viele andere Länder einmarschiert ist. Also gerade in England, finde ich, sollte man besonders vorsichtig sein, damit zu sagen, wir wollen die jetzt nicht mehr bei uns haben, weil ich will nicht wissen, erstens einmal, ich glaube, es ist ein Drittel der Bevölkerung in England nicht weiß, und zweitens einmal, wer bei denen dann in den Krankenhäusern die Operationen durchführt, ja, und gut, so weiter. Also das ist genauso wie die umgekehrte viele Kolonisierung brauche ich auch nicht. Nee, die hat halt dort schon lange stattgefunden. Ja. Also ja, so realistisch muss man auch sein. Das ist für mich auch ein zu schlichtes Argument. Ja. Trotzdem muss eben in diesem Punkt eines gesagt werden. Man sieht eben an dieser Wortmeldung von Elon Musk, der sich, glaube ich, durchaus bewusst ist, was er gesagt hat. Er gießt Öl ins Feuer. Wie machtvoll soziale Medien in der Tat sind und vor allem im Zusammenhang mit Terror missbraucht werden können und vor allem, wie man mit sozialen Medien wie Twitter eben die Bevölkerung aufputschen kann. Eine Gruppe, die in Österreich immer wieder heftige Emotionen ausgelöst haben, das waren die Klimakleber von der letzten Generation. Aktivisten, die haben begonnen, eine Handvoll Leute vor 2,5 Jahren, sich auf Straßen anzukleben. Danach haben sie Kunstwerke, die allerdings hinter Glas gewesen sind und somit nicht beschädigt werden konnten, angeschündet. Und zum Schluss haben sie auch noch den Flughafen in Wien versucht zu blockieren, in Frankfurt und in Leipzig. Jetzt hat sich diese Gruppe aufgelöst. Klimaschockierer Anja Windl macht Pause. Sie müssen noch viele, viele Strafen abbauen. Frau Stenzel, die FPÖ hat ja immer gesagt, das sind Klimakriminelle, nichts anderes. Klimaterroristen. Klimaterroristen. Ja. Klimaterroristen. Nein, ich weine Ihnen keine Tränen nach, natürlich. Ja. Ich halte auch die Ankündigung, dass Sie also nicht mehr in Aktion treten werden, eher für einen Trick. Sie werden sicherlich auch hier wieder mal in Aktion treten. Sie überlegen sich halt neue Methoden. Nein, man hat Sie getroffen dort, wo es am schmerzhaftesten ist. Es geht Ihnen das Geld schlicht und einfach aus für
solche Aktivitäten. Und dadurch, aber woanders sind sie ja nicht demoralisiert worden. Ja? Und es hat genügend Menschen gegeben, die gesagt haben, ist ja alles halb so wild und eigentlich verstehen wir diese Zielsetzungen und die Gesellschaft ist nicht lernfähig und man muss also zu drastischen Methoden greifen, um das Bewusstsein für die Gefahr, ja, zu schaffen. Sie haben natürlich dann andere Menschen damit gefährdet, ja? Und sie haben als minoritäre Gruppe versucht, einer ganzen Gesellschaft und einer politischen Elite und Kaste und was immer, wie immer sie das bezeichnen wollen, ihren Willen aufzuzwingen. Schon allein das in dieser Form lehne ich total ab oder habe ich immer abgelehnt. Und nicht nur die Methoden waren falsch, auch die Zielrichtung war falsch. Man kann über vieles reden, man muss über vieles reden. Es gibt dazu parlamentarische Demokratie, es gibt Parteien, es gibt also Möglichkeiten, hier eine Willensbildung zustande zu bringen und zu äußern. Es gibt letztlich Wahlen, aber ich lasse mir nicht vorschreiben von einer militanten Gruppe, und das war eine militante Gruppe, nicht wahr, die also hier eine Art Terror ausgeübt hat. Ja. Den kann die Gesellschaft einfach nicht nachvollziehen und das ist der Erfolg davon. Ja, also die Frau Stenzel weint der letzten Generation keine Träne nach. Wie sehen Sie das? Ich bin jetzt auch kein großer Fan der letzten Generation, aber wir haben jetzt gerade über zwei verschiedene Arten von tatsächlichem Terrorismus und Gewaltbereitschaft gesprochen. Und wir haben jetzt gesprochen über Menschen, die so verhetzt sind, dass sie andere umbringen wollen, mit Bomben, mit Messern. Wir haben geredet über Mobs, die auf der Straße andere Menschen verprügeln, Geschäfte demolieren, auf Autos einschlagen, Flüchtlingsunterkünfte anzünden. Das sind Terroristen. Jetzt zu sagen, diese paar Mitzwanziger, Endzwanzigjährigen, der Großteil davon kommt wahrscheinlich von der BOKU, sich mit Superkleber auf die Straße klebt, gleich zu betiteln, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist schon noch einmal ein Unterschied. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle ein bisschen abrüsten können in unserer Sprache, gerade in Zeiten, wo wir sehen, dass es laufend zu solchen Übergriffen kommt und dass offensichtlich die Spannung in der Luft schon so dermaßen stark ist, dass es wirklich zu solchen gewaltvollen Auseinandersetzungen kommt. Ich fand die Methoden der letzten Generation jetzt auch nicht besonders optimal, vor allem weil ich denke, dass man damit sehr viel Frust erzeugt, dass man damit wenig weit kommt und dass man zwar mediale Berichterstattung hatte, ja, aber halt auch leider eine sehr negative. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich in der Sache sehr sinnvoll war. Ich bezweifle es. Aber zu sagen, diese jungen Menschen wären Terroristen oder zu sagen, die wären militant, ich möchte bitte gegenüberstellen die Leute, über die wir vorhin gerade geredet haben. Für die sind diese Begriffe passend. Das sind tatsächlich terroristische, gewalttätige Menschen. Da kann man tatsächlich so reden. Da kann man nur sagen, das sind Menschen, die haben offensichtlich Angst, die sagen, die sind verzweifelt, sie haben das Gefühl, unser gesamter Planet wird zerstört und sie sind jetzt die Letzten, die was tun können und sie wollen was tun. Dass ich das nicht ideal finde, wie sie es tun, sei dahingestellt, aber wie gesagt, es ist ganz eine andere Qualität und ich finde die Kriminalisierung von solchen Menschen dann auch nicht sinnvoll. Ich erinnere mich nur an die 70er Jahre RAF. Ja. Da haben auch viele gesagt, sie haben absolut legitime Anliegen und wie diese Anliegen nicht wirklich durchzusetzen waren. Die Rote Armee-Fraktion hat Bomben gelegt und sich nicht angeklebt. Dieses Potenzial ist bei solchen gewissensbewegten Menschen und Aktivisten natürlich immer vorhanden. Aber die einen schließen Gewalt kategorisch aus und die einen sagen, sie schaden sich selbst. Also ich halte es für Gewalt, wenn ich in den Job fahren will, wenn ich mit der Rettung in ein Spital fahren will und wenn mich wer aufhält, weil er da Klima klebt, bitte. Das ist Gewaltausübung. Das ist nicht angenehm und das ist auf jeden Fall ein Eingriff in ihre Freiheit. Es ist gefährdend. Auch das, gerade wenn es jetzt im Straßenverkehr tatsächlich darum geht, dass es dadurch zu Sicherheitsproblemen kommt. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Ich finde das nicht besonders gut. Aber ich bitte trotzdem darum, bleiben wir so vernünftig, dass wir so differenziert bleiben, dass wir diese Gruppen ein bisschen auseinanderdröseln und nicht alle in den gleichen Topf werfen, weil damit schaden wir insgesamt uns als Gesellschaft, glaube ich, am allermeisten. Wenn wir nicht einmal mehr auseinanderhalten, wer jetzt wirklich gewaltbereite Leute sind, die auf andere losgehen und
Gut. Es ist wer halt nur mit Dinge tut und sich wohin sagen wir so, eine Gratwanderung ist es. Ja, ja, dann danke ich den beiden Damen für diese ziemlich lebhafte Diskussion. Danke, Veronika Born-Mehner. Danke. Und danke, Ursula Stenzel. Wir haben heute die brennendsten Themen dieser Woche abgehandelt.